Für mich hat sein So. Karre im Großen und Ganzen auch was drauf, wenn er nicht gerade Die Maske botcht. hätte. Nur leider botcht er nur herum. Ja, das ist das Haha, Problem. im Titanland. Naja. Ja, und man Abwarten. muss auch dazu sagen, also Sin Cara hat wohl Backstage bei WWE große Probleme, anerkannt zu werden. Er hatte auch mal versucht, irgendwie mit seinen Matches, die er in Mexiko bestritten hat, anzugeben. Aber dafür wurde er wohl Backstage mehr oder weniger ausgelacht. Also Backstage kommt er nicht wirklich gut an bei den anderen. Also, da muss sich ja einer ganz besonders in den Hintern beißen. Nämlich das ist Triple H's erstes Projekt hier als Backstage-Arbeiter. Ja? Sein erstes großes Projekt, sein zweites ist Awesome Kong. Und im Okay. Moment ist Mystico aber komplett von der Rolle im negativen Sinn. Komplett. Ah, ich finde es gleich übertrieben. Wie gesagt, warten wir ab. Ich, So ey, lange ist der Moment. Junge ja noch nicht dabei. Ich bin nicht der Einzige, bei dem die Magie von Sin Cara schon längst verflogen ist. Vielleicht sollen wir auch einfach nur ein bisschen was an der Maske ändern, aber naja, es interessiert mich Das eigentlich genau ist gar auf jeden nicht. Fall. Gut. Nach 7 Minuten 23 ist dieses schöne Finish vorbei. Chavo wird mal wieder als der Depp der Nation dargestellt, dem einfach nichts macht. Warum tust du dir das an, Chavo? Wir sind Backstage. Und zwar bei Todd Grisham, Randy Orton und Captain Charisma. Die Ja. Instant Classic. Genau, die Instant Classic. Ja, die beiden haben Respekt voreinander und ja, ich gewinne, nein, ich gewinne, nein, ich gewinne. Gut Der dargestellt, Letzte Patrick. hat recht gehabt, egal wer es gesagt hat. Oh, ich Ja. habe mich unabsichtlich gemutet. Sorry. Ich dachte schon, wieso sagt er Ich nichts dachte schon, mehr? was ist jetzt So. los? So. Ja, und dann kam etwas, von dem ich dachte, what the fuck? Was hast du hier zu suchen? Ja. Ricardo Rodriguez kündigt sein Alberto del Rio an. Ja, der Oh kommt Gott. mit seiner Karre, beschwert sich über die Kanadier, über die Grenze kommen und er wird WWE Champion werden. Es ist ja seine Destiny. Ja, aber dann kam Kane und Big Show und Kane meint, ja, ich bin sowieso schon angepisst, denn die Welt ging nicht wie versprochen unter. Genau. Also, das war zum ersten Mal so, danke Kane, toll gemacht. Sowas Ja, mag ich. war eine Ja, coole Sau. und dann verpisst sich Alberto Del Rio, es hat keinen Sinn gemacht und das Tag Team Titelmatch geht auch los. Und zwar Ja. Kane und Big Show gegen CM Punk und wie es die Fans richtig erkannt haben, Batista. Ja, das war schön. Also sie haben ja direkt am Anfang, ich das mal eben erwähnen darf, kamen Batista Chains als Mason Ryan im Ring stand. Also ich meine, der Kerl, der sieht ja echt so aus. Gerade vom Weiten würdest du denken, der ist ein Batista-Match. Ja. Ich meine, der Junge kann Ja. ja auch nichts dafür, dass er so aussieht. Yep. Das kann Vorteil und Also. Nachteil sein. Zu dem Match erstmal sei vorweg gesagt, in dem Match sind drei ehemalige ECW-Champions, nämlich Kane, Big Show und CM Punk. Und erwähnen wir es natürlich mit keiner Silbe. Den Titel gibt es ja auch nicht mehr. Ja, Entschuldigung, ich habe also das habe ich nie jetzt gesagt, sondern das war ist nur irgendwo hat irgendjemand reingerufen. Oder da hinten. Wurde per Ja, Band auf jeden abgespielt. Fall. Genau, auf jeden Fall wurde CM, hat sich CM Punk in dem Match wurde er nicht wirklich gut wieder dargestellt, sondern als Vollidiot, als Vollpfosten, der nichts auf die Kette kriegt. Beispiel. Als Big Show ihm Chops verpasst hat, drehte er sich einfach irgendwann um, weil er nicht mehr auf die Brust geschlagen werden wollte. Ja, hat Big Show ihm einfach auf den Rücken geschlagen. Und das ist so der Punkt, wo du denkst, oh, muss man einen ehemaligen World Heavyweight Champion so darstellen? Dreifachen World Heavyweight Dreifachen, Champion. Entschuldigung. Ich wollte es nochmal Ja. untermauern. Der hat den Gürtel dreimal gehabt. Den großen goldenen? Ja, den Dreimal? Gürtel. Ja. Dreimal. Ich dachte, das war zweimal, aber gut. Nein, Gut, dreimal. man lernt Dreimal. dazu. Und zweifacher ECW Champion. Was ist er? Oh, warte. WWE ECW Champion. Ah, den Gürtel gibt es Ach schon so. seit Jahren nicht mehr, also. Er hatte so ein großes silbernes. Nee, da war es noch richtig. Okay, Was noch Leute, richtig. vergesst das, redet Der weiter. letzte ECW-Champion war ja Christian. Ja, Ja, die wir Diskussion wissen hatten wir während des es. Pay-Per-Views. Jackson, ja, er will nur wieder hier anheizen. Ja, Natürlich will ich ja. hier anheizen. So, So, auf geh jeden einfach weiter aufs Fall, Match.
hat man Mason Ryan wieder dargestellt als etwas, ja, als Kraftprotz, der Kane locker durch die Gegend slammen konnte. Ja, am Ende war es dann aber so, dass dann doch die Champions siegreich waren nach 9 Minuten und 6 Sekunden. Das ist relativ Das deutlich. Finish fand ich eigentlich recht gut, muss man gerade mal eben gucken. Punk schickt Ray rein, Show kommt in den Ring, ja, dann wird verprügelt. Big Show, alles und jeden. Kane haut CM Punk mit der Close rein raus. Der Double Chokeslam gegen Mason Ryan oder Batista, wie man ihn auch nennt. Und das Cover 1, 2, 3, das war's. Ja. Ja. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Der Tag Team Titel war mal länger als 90 Sekunden in einem Pay-Per-View zu sehen. Der Intercontinental Champion Titel auch. Ich meine, Leider. nochmal auf Ahmed Johnson zurückzukommen. Der Typ hat den Gürtel ja damals, also den ECW-Titel, nur gewonnen, damit man den noch promoten kann als den letzten ECW-Champion. Jetzt, gerade mal ein bisschen mehr als ein Jahr später, hört man davon gar nichts mehr? Hallo? Wo ist dann der Sinn? Natürlich nicht. Ich meine, diesen Titel hat es nie gegeben, den Cruiserweight-Titel hat es wahrscheinlich auch nie gegeben. Und die Federation hieß auch nie Federation. So, gut. Match Eddie ist vorbei. in Schutlaune. Nö, das hat noch gar nichts mit Shooten zu tun. Aber du bist schon in Laune. Ich bin in Laune, ja. Und nachdem ich mir das Intercontinental-Titelmatch angeguckt habe, dachte ich mir, ganz ehrlich, heute wird das nicht noch schlimmer. Na, ich hab was vergessen. Da stehen ja auch noch die Bellas und Kelly Kelly auf dem Plan. Und das kam jetzt. Ja, machen wir Darf es ich ganz kurz. noch Das kurz, Match bevor du war noch nicht ganz kurz? sehenswert. Da kann man auf die Toilette gehen. Ja, und nochmal eine liebe Frage. Stamford, warum gibt man dem Schlechtesten einer Division den Divisionsgürtel? Stanford, warum fragen? Warum wundert's mich nicht? Du hast recht. Ja, es muss es ja auch nicht. Ich meine schon alleine solche Sachen, dass man den Traditionsgürtel einstampft und so einen komischen Gimmickgürtel da reinsetzt. Für mich ist der schon fast nichts anderes mehr, dieser Divas-Titel. Ganz ehrlich, was soll das? Warum der Traditionsgürtel weg? Aber das ist ja auch schon länger her, also von daher. Und diese ganze Brie Bella-Scheiße ist auch nur, um irgendwie da so ein bisschen Witz reinzubringen, dass die mit Nikki tauschen kann. Worauf wir gleich auch noch kommen. Witzig. Entschuldigung. Ja, ich glaube, das Ich. Einzige bei diesem Match Erwähnenswerte ist, dass Awesome Kong nicht aufgetaucht Das ist. wollte ich gerade sagen. Ich habe nur gehofft, bitte, Kong, hau die zu Moose. Bitte bring sie einfach nur um, dass es vorbei ist. um da, ich gehe mal eben, ich mach mal eben hier den Abschluss hier für dieses Ja, darf ich noch. Klammer auf, Klammer zu Match. Darf ich noch davor einen Satz sagen? Ja, Habe ich? mach. Och, das ist aber nett. Ist mir jetzt beim Cage Match User aufgefallen bei seiner Bewertung. Ich weiß jetzt nicht, wer es war. Kelly Kelly hat geschrien, als wäre sie angeschossen worden. Das stimmt. Wurde wirklich, ja, die wirklich herumgebrüllt, als hätte sie gerade eine Kugel in ihren Knie bekommen. Dabei war es nur Haare Also, ziehen. im Großen und Ganzen muss man jetzt auf jeden Fall zu dem Match sagen, es gab da keine Aktion, wo man irgendwie dachte, oh, das haben sie jetzt mal schön gesellt. Es war einfach nur knapp 3 Minuten 50, um genau zu sein, 3:46. Wir wollen ja bei den Details bleiben. Einfach nur mal schnell aufs Klo geh Pause. Da war nichts irgendwie Erwähnenswertes. Da denkt man auch nicht irgendwie nochmal einen Tag später dran. Ich habe das Match am selben Abend schon vergessen gehabt. Und Glücklicher. es endete wirklich einfach nur damit, dass als Brie Bella schon fast fertig war, der Schiedsrichter sich gerade um die Doppel-Caddy kümmern musste, sie rausgegangen ist, Nikki dafür reingegangen ist und sie dann eben Kelly Kelly abgespeist hat mit so einem Bella Buster. Und das war's dann auch. Dann haben die noch gefeiert, ich wusste nicht mehr, wer war. Und ich wollte es auch eigentlich vergessen. Ich finde dazu, lass uns das Match abschließen, lass uns weitergehen. Das war echt einfach Wenn nur man unter das Niveau des Gürtels. schon Damen-Matches präsentieren will bei einem Pay-Per-View, dann stelle ich Beth Phoenix in die eine Ecke, Natalya Neidhart in die andere und lass die mal ein paar Minuten wresteln. Bitte. Und Awesome Kong in die Mitte. Ja, Kong heben wir uns noch auf. Kong heben wir uns noch auf. Das ist noch das unzerstörbare Monster. Ja. Bin gespannt, wann sie mit den anderen hier herumtanzt.
Oh Gott, ich will mir das gerade gar nicht vorstellen. Gehen wir zum nächsten Match. Ja, jetzt kommen wir auch mal zum nächsten. Du sagst es sehr richtig, Paddy. Match. Ja, jetzt kommt, ich sag's jetzt schon mal, das beste Match des Abends. Mit Abstand. Wirklich mit Abstand. Der World Heavyweight Titel. Randy Orton gegen den former World Heavyweight Champion Christian Cage. Ja, ich überlasse euch das mal, weil ihr zwei Cage-Fans seid. Überlasse ich euch. Bleibt bitte schon bei den Worten. Paddy, ich wäre dir sehr verbunden, wenn ich anfangen dürfte. Du darfst anfangen, Otis. Ich darf anfangen. Was mir direkt mal sehr positiv aufgefallen ist, im Vornherein hat der Christians Charakter sowieso eine leichte Wendung genommen. Ist ein bisschen wieder zum überheblich Arroganten rüber, was man in der Aktion bei SmackDown gesehen hat, als Randy attackiert wurde und Christian erstmal eine Minute im Eingang stand, bevor er erstmal Randy geholfen hat. Darüber war der gute Orton Junior auch ein bisschen angepisst. Und das war, glaube ich, die letzte Aktion, die vor dem Match hervorging. Und was noch sehr positiv auffiel, Publikum war anwesend und sie ruften einen Namen. Und der war Christian Käfig. Also Christian Cage halt. Und einige haben Orton gerufen. Ja, aber Orton hat doch mehr Buhrufe bekommen. Das ist mir aufgefallen. Zwar auch nur vereinzelt, aber es waren wesentlich mehr als bei Cage. Und jetzt darfst du, mein lieber Ösi. Ja, also ich gehe jetzt aufs Match ein und nicht das Ganze drumherum. Ich meine, okay, ich muss eine Sache zum Drumherum. Es war offensichtlich, wer gewinnt. Wer hier ein anderes Finish geglaubt hat, war ein verdammter Träumer. Ja, ich glaube immer noch an das Gute in Stanford, auch wenn es nur ein Fitzel ist. Du glaubst ja, aber man muss bei dem Ausgang, wenn man das vorher weiß, berücksichtigen, dass Vince McMahon, also der Boss von WWE Inc., kein Cage-Fan ist. Der wurde er auch hält ihn für nicht Main-Event-würdig. Und trotzdem hat er mal den Gurt in den Händen gehalten. Wenn ja, ich kann dir auch genau sagen, warum sie das gemacht haben. Das hat einen ganz rationalen Grund. Das wissen wir alle, warum. Aber immerhin hat er es trotzdem geschafft. Und das halte ich sehr zugute. Auch wenn Vinnie Mac als Übergangslösung hier hinzuhalten, finde ich jetzt nicht so gut. Also es wäre zwar auch ein bisschen enttäuschend gewesen, wenn er hier verloren hätte. Weißt du, nur so ein paar Wochen. Nicht 48 Stunden. Aber ich meine, wir wollen jetzt nicht darüber diskutieren, welche Booking-Entscheidung wann, wo, wie trifft. Christian Cage wurde aus einem Grund aus Orlando abgezogen, dass er in Orlando nicht mehr da ist. Mehr nicht. So. Richtig. Das Match selbst war stark. Es war Spannung, es war gut aufgebaut. Herrliche Aktionen. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Botch gesehen. Nicht so wie bei manchen anderen Kandidaten. Beide wurden relativ gleich stark dargestellt. Ja. Es wurde auch ein bisschen auf die vorherigen SmackDown-Ausgaben eingegangen, wo auch Cage den Titel verlor. Sprang er vom Seil und wurde dann in der Luft mit dem RKO geschnappt. Diesmal setzt er diesen Sprung nur an. Orton springt, aber er bleibt noch stehen. Klug ist er ja. Christian Käfig. Dann setzt er einen Spear ein. Schreit das natürlich noch 100 Mal, dass Orton es schön mitbekommt. Dann will Orton später Christian punten, also sein Kick. Zögert, setzt nochmal an, kassiert den Spear und kickt bei 2/7 aus. Und dann Killswitch, RKO-Ansatz, Backbody Drop, Killswitch, RKO-Ende. Habe ich da irgendwas am Finish jetzt verhauen? Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube, es war richtig so. Und das war, muss man sagen, ein großartiges Finish. Also so oft, wie es da hin und her ging, man dachte, jetzt kommt es aber. Und dann halt am Schluss der RKO, der doch dann in Anführungszeichen echt knapp zum Sieg für Orton noch gereicht hat, nach knapp 17 Minuten Matchzeit, also 16:52. Christian wurde nicht einfach verhauen in 5 Minuten abserviert von einem übermächtigen Orton, sondern hat ihn trotzdem noch stark dargestellt. Das hat mir persönlich an dem Match gut gefallen. Ja, Match of the Evening, können wir jetzt schon mal sagen. Ja, es war ein großartiges Match, war super aufgebaut und für mich sogar, bis auf das Kiss My Food Match, der wahre Main Event des Abends. So, und nach dem Match gab es natürlich die Feier von Orton. Er hilft Cage auf die Beine. Doch der war nicht sonderlich glücklich.
Ja, man dachte, jetzt kommt sein Heel-Turn. Jetzt bricht das alles in ihm heraus. Diese Wut. Er hat den Titel verloren. Man dachte auch an einigen Stellen, als er sich vom Ring wegbewegt hat, jetzt geht er gleich doch zurück in den Ring und verprügelt Orton, aber das hat er nicht gemacht. Er ist dann doch Backstage gegangen. Er frisst es wohl noch weiter jetzt in sich hinein. Und irgendwann mal wird es explodieren. Richtig. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so endet,